Lieber Christian, nicht zu fassen, dass heute dein letzter Tag bei uns ist. Ich bin sicher, ich spreche hier für alle, wenn ich sage, dass wir dich vermissen werden. Ich weiß, dass Geiranger nicht der Nabel dieser Welt ist, aber es ist vertraut. Es ist Heimat. Wir haben uns entschieden. Mach dir keinen Kopf. Vielleicht bekomme ich dann mal mehr Aufmerksamkeit als der Berg. Alles okay da oben? Nur ein paar Sensoren, die seltsame Messwerte ausspucken. Der Grundwasserpegel sinkt. Ich verliere die Verbindung. Wir sprechen hier von einer 80 Meter hohen Welle. Binnen 10 Minuten wird Geiranger völlig zerstört sein. Wo sind Mama und Sondre? Papa wird sie jetzt suchen gehen.